Hello, Maine, und herzlich willkommen im Wilden Westen. Liebe Leute, in der letzten Folge haben wir uns den Naturkundler geholt und diesen gleichzeitig auf Rang 5 gebracht. Das bedeutet, wir haben jetzt legendäre Tiere freigeschaltet und genau da machen wir jetzt auch weiter. Bei unserer wunderschönen Harriet starten wir ohne Umwege eine legendäre Tiermission und die Wahl fiel auf den Evacta Panther. Dieser soll im Gebiet um Lemoyne leben und natürlich sehr gefährlich sein. An der Braithwaite Villa gespawnt, reiten wir erstmal in den Zielbereich. Dann hören wir zwei Leute über den Panther reden und zwar soll es am Vortag einen Angriff auf den oberen Feldern gegeben haben. Bedeutet, wir müssen dorthin, um die Fährte aufzuspüren. Das bedeutet, erster Hinweis, falsch, zweiter Hinweis, falsch, dritter Hinweis, richtig. Wir folgen also der Fährte, die in einen tiefen Wald führt, dann knallen wir diesen Bären ab, einfach so, und weiter geht's mit der Suche nach einer neuen Fährte. Hier dauert das Ganze gar nicht mal so lange, ziemlich schnell finden wir hier die Fährte und folgen dieser natürlich weiterhin, doch dann ist etwas echt Cooles passiert, und zwar... Habe ich mich erschreckt? Vielleicht ein bisschen, aber ich habe echt nichts gehört. Das war schon ziemlich cool. Jedenfalls bin ich ab hier etwas vorsichtiger. Ich habe nach dem Panther von eben gesucht, habe diesen aber nicht gefunden. Doch genau als ich mein Pferd besteigen wollte, sehe ich eine rote Markierung auf meiner Karte. Ich war auf alles gefasst. Ich durchkämme das Gebiet sofort, aber es war nur eine Schlange. Oh. Jedenfalls folgen wir wieder der Spur auf der Suche nach dem Evacta Panther. Wir suchen nach Hinweisen, doch einen Hinweis brauchen wir gar nicht mehr, denn der Panther ist schon da. Da ich nicht sehe, habe ich blind reingeschossen, in der Hoffnung, den Panther zu treffen. Problem, ich habe nur die beiden anderen getroffen, den Panther halt gar nicht. Weswegen er auf mich zugerannt ist und boom, Angriff, aber ich konnte ihn noch abwehren. Ich wollte damit einem Tonic entgegenwirken, aber leider keine Chance. Der Panther hat uns fest im Griff und wir sterben einen gewaltsamen Tod. Zweiter Versuch, wir haben einen furchtbaren Spawnpunkt, ich sehe den Panther kaum und boom, das war's für uns. Aber beim dritten Versuch kriege ich unseren Herren betäubt, er fällt um wie ein Kartoffelsack und die Probe wird entnommen. Auf unserem Weg zu Harriet stoße ich by the way auf diese feine Dame, die ich freundlich begrüße und sie grüßt mich auch zurück, weil wir gerne Reefs sind. Dann passiert aber etwas sehr Fragwürdiges. Ihr könnt mir nicht sagen, dass sie das nicht geplant haben. Und zwar laufe ich hier rein. Oh, ein Puma. Ich will also Sicherheitsabstand und genau da, wo ich hin wollte, sind überall Alligatoren. Ergo, mein Pferd rastet aus. Puma kommt. Ich will mich verteidigen. Alligator greift mich an. Puma greift mich an. Wir sind tot. Aber merkt ihr, wie uns sowas vorher nie passiert ist? Das ist nur, weil die jetzt merken, wir sind Keanu Reeves. Wie der Mann, der ich bin, bin ich immer zurückgeritten, um die Tiere zur Rede zu stellen. Aber leider sind die alle weg und ich fliege auch noch aufs Maul. Mit Ach und Krach kommen wir endlich bei Harriet an und können die Pantherprobe für leckere $72 verkaufen. Wir starten eine gewilderte Tiere-Mission. Just for fun, wir reiten also hin. Boom, boom, Keanu Reeves. Boom, Tier befreit, Tier betäubt. Probe entnommen und ab hier wird's interessant. Denn wir beleben den Puma wieder und er wird einfach aggro uns gegenüber. Das ist schlecht. Der Angriff bringt aber nicht viel, denn wir wrecken ihn nach Narnia. Ich wollte ihn auch noch auf Wikinger-Art anzünden, aber guess what? Ich wurde selbst erwischt und bin hier mal nicht verbrannt. Jedenfalls geht es dann auf zur Emerald Ranch, von wo aus wir nach Lagras schnell reisen. Dort treffen wir auf unsere wunderschöne, biologisch abbaubare Harriet und starten die nächste Mission des legendären Iname Wapitis. Dafür müssen wir ins Cold Coulter, wo wir ein paar Leute belauschen müssen. Da wir bei Keanu Reeves sind, zerlegen wir unsere Gegner im John Wick-Style. Alle werden vernichtend geschlagen, sowie abgekokelt und die erste Fährte wurde irgendwie aufgedeckt. Dieser folgen wir natürlich und siehe da, es spawnen Gegner, die auch alle vernichtet werden und hier müssen wir einmal diesen Typen hier untersuchen, denn dieser gibt uns die Fährte zum Tier selbst. Und hier, by the way, richtig cool, je näher wir dem Tier kommen, desto verschneiter wird es auch. Später haben wir einen super dichten Schneesturm, noch dichter als Goethe, weil der war ja dichter. Dad Jokes. Und nach einer gewissen Zeit wird der Wapiti dann auch endlich gefunden. Ich als absoluter Red Dead Profi fliege erstmal richtig aus Maul. Das ist schlecht, weil das Tier jetzt einen riesen Vorsprung hat, aber schlimm ist das nicht, denn wir folgen einfach seiner Fährte. Er hat, wie es aussieht, einen gewaltigen Vorsprung bekommen. Später folgen wir sogar seiner Spur, bis er dann endlich wieder erscheint und das heißt für uns Kugelhagel. Das Tier wurde erfolgreich betäubt. By the way, schaut mal, wie viel Schnee auf mir und auf dem Pferd ist voll cool. Die Probe wird entnommen und die Mission ist erfolgreich beendet. Da wir in Coulter spawnen, schnell reisen wir zu McFarlane's Ranch und besuchen wieder unsere vegane Königin. Die Probe konnten wir, by the way, für $76,5 verkaufen. Auch sehr strong, ziemlich gut. Und ab hier starten wir die dritte legendäre Mission. Das Ziel dieses Mal, der legendäre Rubinelch. Dieser Lümmel ist in Tall Trees und in der Nähe spawnen wir auch. Dort treffen wir auf diesen feinen Herren, den wir nicht erschießen können, weil wir sind Keanu Reeves. Okay, das reicht langsam. Jedenfalls geht es tiefer in den Wald hinein und wir untersuchen das Ganze. Hinweis Nummer 1, nein. Hinweis Nummer 2, nein. Aller guten Dinge sind 3, yes. Der Spur gefolgt kommen wir wieder in einem anderen Suchgebiet an, wo wir wieder die ganzen Hinweise untersuchen. Nur finden wir keine Spur, weil das Ganze auch nicht nötig ist, denn das Tier ist schlussendlich gefunden. Der oder die Arme wird auch gerade von Wilderern gejagt, aber Gott sei Dank haben wir unseren Profi Keanu Reeves zur Hand.
auf ruhig bestellt. Die Gegner werden jedenfalls gerackt und der letzte wird mit Style vernichtet. Ab hier ist der arme Elch unschutzlos ausgeliefert und ich jage ihm ein Magazin ins Pupillchen. Er ist eigentlich schon betäubt, aber ich schieße weiterhin auf ihn drauf, einfach so und die Probe ist entnommen. Bei Mama Harriet angekommen geht es an den Verkauf und wir machen satte 82,5 Dollar. Vergesst by the way nicht, das hier ist der dreifache Payout, deswegen ist er so hoch, ganz wichtig. Ein legendäres Tier brauchen wir immer noch und das ist der legendäre Rutilhorn wieder. Harriet redet dann über Sternkonstellationen oder so, keine Ahnung, ich höre nicht zu. Wir sind auf dem Mars aka New Austin gespawnt und machen uns hier erstmal auf die Suche. Im Zielgebiet angekommen treffen wir auf diesen Widder hier, doch dieser wurde von Wilderern erschossen, denn egal wie wild du bist, diesen Wilderer. Ich weiß, es tut mir leid. Wir suchen hier eine ganze Weile, kriegen ständig unnötige Hinweise, doch irgendwann finden wir den richtigen Hinweis und ich habe mich gefragt, was das sein soll. Bei genauerem Hinsehen habe ich es aber verstanden. Und zwar saß der Rutilhorn wieder mit einer Schüssel Nesquik hier und als die Wilderer kamen, hat er vor Schock den Inhalt verschüttet. Bedeutet, wir haben jetzt seine Fährte. Wir folgen dieser Fährte auch, dann hier wieder ein Paradebeispiel für die miserable Steuerung in Red Dead. Jedoch endlich hoch! Irgendwann ist der Berg auch erklommen und wir hören in der Ferne das Geschrei unseres Nesquik-Widders und kurze Zeit darauf ist dieser auch gefunden. Er war auf Kollisionskurs mit uns, doch wir hechten zur Seite und schießen ihm eine leckere Ladung Betäubung rein und guess what, er wurde betäubt, er fliegt hin und die Probe ist unser. Damit haben wir Rang 7 erreicht, sehr nice. Ich habe dann einen kurzen Blick auf meine Vorteile geworfen und wir haben einfach 25 Kapitale bekommen. Ich weiß nicht woher, aber gerne her damit. Ich gehe deswegen nach Armadillo in die Postmeisterei und hole mir alles ab. Neben dem Kapitale gab es auch noch zwei Schatzkarten, was auf jeden Fall schön ist. Ich bin dann kurz in den Salon gegangen, wo ich einen saufen wollte. Da kam dieser Typ hier, der uns angreifen wollte, aber dann dachte, oh mein Gott, Keanu Reeves. Weswegen wir zusammen einen gesoffen haben und damit endet dieser Tag. Liebe Leute, für alle, die es nicht mitbekommen haben, das hier war die letzte Samstagsfolge von Hillbilly Rage, weil wir jetzt eine neue Rubrik haben und diese ist The Forest. Das bedeutet, jeden Dienstag gibt es Hillbilly Rage und jeden Samstag gibt es The Forest. Wer sich die neue Rubrik anschauen will, kommt gleich in der Endcard. Der Schnittstil ist ein Mix aus Hillbilly Rage und Donnerstagsschissel. Der möge das dann tun und wenn nicht, dann nicht. Ich sage ciao, arrivederci, amanakoim und bis zum nächsten Mal. Wir folgen also der Fährte, die in einen tiefen Wald führt. Mit Ach und Krach kommen wir endlich bei Harriet an und können die Pantherprobe verle... Boah, hör auf zu hören. Ich kann nicht aufnehmen, ich muss rülpsen. Jedenfalls geht es dann auf zur Emerald Ranch, von wo aus wir nach Lagris. Da wir bei Keanu Reeves sind, zerlegen wir unsere Gegner im John Wick Style. Alle werden vernichtend geschlagen, sowie abgekokelt und die erste Fährte wurde Ab hier ist der arme Elch und schutzlos ausgesetzt und ich jage ihm ein Magazin in den Arsch. Boah, ich kann das nicht sagen, ohne Wörter zu verschlucken. Jage ihm ein Magazin in den Arsch. Ins Propülchen. Ein Magazin ins Propülchen.